Konsti, willst du vielleicht eine Uhr kaufen? Lena, hast du einen Bonus gekriegt, dass du jetzt gleich drei Uhren am Handgelenk trägst? Das ist ja Wahnsinn. So kann's gehen. Ihr seid wie Konsti auf der Suche nach einer neuen Smartwatch. Das trifft sich gut. Wir haben nämlich drei aktuelle Modelle für euch getestet und zeigen euch die Unterschiede in Sachen Sport, Smartheit, Design. Also mit dabei ist die neue Huawei Watch GT4, die Garmin Venue 3 und die Samsung Galaxy Watch 6. Wo die Unterschiede sind, das gibt's jetzt im Video. Gut, ich glaube, dann ziehe ich die mal wieder. Was? Sonst ein bisschen zu dekadent drüber. Steht ja aber schon, kann man nicht sagen. Wir sprechen heute über drei Uhren und die kommen auch in drei verschiedenen Preisregionen ungefähr. Die Samsung Galaxy Watch hier in der Mitte, die startet UVP bei 450 Euro, die Garmin Venue 3 bei 500 Euro und die Huawei GT Watch 4, die fängt bei 250 Euro an und kostet in diesem schicken Metallarmbanddesign 335 Euro. Ja, wie ihr vielleicht seht, alle drei Uhren kommen im klassischen Uhrendesign, also nichts à la Apple, rechteckig oder so. Nein, die drei Uhren haben alle ein rundes Display. Bei den verwendeten Materialien gibt es aber leichte Unterschiede. So kommt die Galaxy Watch 6 und die Huawei Watch GT4 in einem Edelstahlgehäuse daher, was schon ziemlich schick ist. Die Garmin Venue 3, die ist komplett aus Kunststoff gefertigt und hat nur eine Edelstahl-Lünette. Also optisch, tja, da kommt die Watch GT4 von Huawei noch am ehesten an eine Premium-Uhr heran. Und das ist wirklich mit diesem Metallarmband. Also das Einzige, wo man jetzt sagen kann, okay, ist eine Smartwatch, ist wirklich das Display. Ansonsten ist die Uhr wirklich höchst qualitativ hochwertig verarbeitet. Die Galaxy Watch zwar auch, aber so richtig typisch Uhr ist halt schon noch die Huawei. Auch wenn die Huawei Watch natürlich ein Fashion-Statement ist, so macht das ganze Metallarmband sich aber schon am Handgelenk bemerkbar. Hier schleppt man 133 Gramm Gewicht umher, wohingegen es bei der leichten Garmin Venue 3 nur knapp 50 Gramm sind. Die Watch von Samsung, die liegt ungefähr in der Mitte bei 83 Gramm, 84 Gramm. Also, das macht sich vielleicht im Alltag jetzt nicht sonderlich bemerkbar, aber alle Uhren werden natürlich vielleicht auch zum Sport genutzt. Und da empfehlen wir hier, das Metallarmband lieber wegzulassen. Und da trägt sich die Garmin natürlich deutlich angenehmer als eine schwerere Samsung- oder Huawei-Uhr. Kommen wir zum Thema Robustheit und natürlich ist das Kunststoffgehäuse nach Garmin etwas robuster gegen Kratzer als jetzt ein Metallgehäuse wie jetzt bei der Huawei Watch oder der Galaxy Watch. Beim Thema Wasserdichtigkeit tun sich alle drei Kandidaten nichts. Alle drei sind bis 5 ATM wasserdicht. Das bedeutet, dass Schwimmen, ganz normales Schwimmen und Duschen kein Problem ist, solange man jetzt nicht gerade in den Deep Diver macht oder vielleicht auch mal ins Becken springt. Das sollte man bei allen Uhren tunlichst vermeiden. In Sachen Glas gibt es natürlich auch einige Unterschiede. Samsung verbaut sehr hochwertiges, kratzfestes Saphirglas. Garmin setzt auf Gorilla-Glas, was eigentlich auch sehr kratzfest und bruchsicher ist. Huawei gibt halt ja gehärtetes Glas an. Das mag vielleicht ein bisschen schneller verkratzen als Saphirglas. Getestet haben wir das jetzt natürlich nicht, aber hochwertiger sind auf jeden Fall die beiden Glassorten. In Sachen Displaygröße bietet die Galaxy Watch von Samsung die größte Anzeige mit 1,5 Zoll. Huawei und Garmin bieten jeweils 1,4 Zoll Diagonale. Alle drei Displays sind OLEDs. Die Anzeigen sind jeweils richtig knackig und die Helligkeit, die wir gemessen haben, sind bei allen drei Anzeigen wirklich hoch. Das heißt, auch unter Sonneneinstrahlung habt ihr gar kein Thema, was die Ablesbarkeit betrifft. Kommen wir zu der Connectivity und den Sensoren. Und hier gibt es mit die größten Unterschiede zwischen den Uhren.
Samsung bietet hier wirklich die Connectivity-Vollausstattung. Die Uhr hat natürlich Bluetooth, WLAN, NFC zum Bezahlen und auf Wunsch sogar LTE, also mit einer eSIM kann man hier auch losgelöst vom Handy unterwegs sein. Hinzu kommt ein optischer Pulssensor, den haben zwar alle drei Watches, allerdings kannst du hier auch ein EKG mitmachen und die Uhr kann sogar den Blutdruck messen. Das EKG und die Blutdruckmessung, das funktioniert leider nur mit Samsung-Smartphones. Ist leider ein etwas größerer Nachteil. Für alle wieder mit dabei ist die Sauerstoffmessung des Blutes, ein Temperatursensor, also der misst die Hauttemperatur. Luftdruck ist mit dabei, also da ist wirklich alles drin, was geht heutzutage in einer Android-Smartwatch. Garmin bietet eine ähnlich gute Ausstattung, hat allerdings keine eSIM-Funktionalität, kein EKG und keine Blutdruckmessung. Ja, Wi-Fi, Barometer und Sauerstoffsättigung sind jedoch an Bord. Und falls ihr jetzt fragt, Wi-Fi, warum brauche ich mit einer Uhr eine Wi-Fi-Verbindung? Darüber funktioniert die Synchronisation der Daten einfach viel, viel fixer und Updates sind zum Beispiel auch deutlich schneller auf die Watches geladen als jetzt über eine lahme Bluetooth-Verbindung. Was die Connectivity und die Sensoren angeht, da hat Huawei hier das leichte Nachsehen von den beiden Kollegen. Huawei hat natürlich Bluetooth an Bord, allerdings kein WLAN. Es gibt keine Möglichkeit, eine eSIM zu nutzen. Mit an Bord ist auch ein Pulssensor, der misst auch die Sauerstoffsättigung. Ein Barometer ist vorhanden, ein Kompass und ein Temperatursensor. Also auf ein EKG und eine Blutdruckmessung muss man auch hier verzichten. Für den Preisbereich ist es aber vollkommen legitim. Kommen wir zu den smarten Features und da sticht die Samsung Galaxy Watch wirklich positiv hervor. Das Teil ist wirklich ein Smartphone am Handgelenk, gerade mit der eSIM natürlich. Das heißt, man kann hier wirklich Apps runterladen, bis der Arzt kommt, also sei es jetzt für Musikstreaming, Amazon Music ist dabei, Spotify, Deezer. Man kann sogar Outlook runterladen, man kann WhatsApp runterladen. Also hier hat man wirklich eine sehr, sehr große App-Funktionalität, was man jetzt bei den anderen Uhren eher nicht so vorfindet. Gleichzeitig kann man auch hier einen smarten Assistant wie den Google Assistant aufrufen. Man kann telefonieren mit der Uhr über Lautsprecher und Mikrofon. Man kann natürlich bezahlen, man kann Nachrichten beantworten mit der Tastatur, mit Quick Replies, per Sprache. Also, da gibt es wirklich eine Menge smarter Features. Etwas abgespeckter ist hier die Venue 3 von Garmin. Auch hier haben wir den Smartphone Assistant mit an Bord. Das heißt, ich kann über die Uhr, über den Knopf den smarten Assistant des Smartphones rufen und kann auch über Mikrofon und Lautsprecher über die Uhr telefonieren. Musikstreaming ist auch über die Uhr dann auf verbundene Kopfhörer möglich, gar kein Thema mit Amazon Music, mit Spotify, mit Deezer zum Beispiel. Ich kann mit der Uhr bezahlen, ich kann eintrudelnde Benachrichtigungen, kann ich mit Bild anschauen, ich kann darauf antworten, nicht nur mit Quick Replies, sondern auch mit einer Tastatur. Also ja, die Uhr ist so ein bisschen abgespeckter im Vergleich zur Samsung Galaxy Watch, aber trotzdem hat immer noch eine relativ hohe Smartheit, möchte ich mal so sagen. Im Vergleich zwischen den Modellen ist die Huawei Watch am wenigsten smart. Das heißt, hier kann ich wirklich relativ wenig Apps raufladen. Ich kann aber mit der Uhr telefonieren, über Lautsprecher und Mikrofon zum Beispiel, über das Handy dann natürlich, über die Bluetooth-Verbindung. Nachrichten trudeln natürlich auch ein. Beantworten kann ich diese halt nur über Quick Replies, das heißt, ja, bin gerade verhindert, alles klar. Kann ich mir alles über die App selbst zusammenstellen, also das ist ein Vorteil, aber ich habe jetzt keine Tastatur zum Beantworten zum Beispiel. Nicht mit an Bord ist auch Mobile Payment. Also ja, von den drei hat die Huawei Watch die geringste Smartheit. Kommen wir zu den Gesundheitsfunktionen und da bieten alle erstmal das Grundrepertoire, also Schrittzähler, Pulstracking über den gesamten Tag, Stressaufzeichnung über den gesamten Tag. Jede Uhr hat auch integriertes Schlaftracking, das heißt, ich kann da nachts mit meinen Schlafphasen aufzeichnen und so weiter und so fort. Das ist quasi bei allen drei Uhren gegeben. Wie gesagt, sticht die Galaxy Watch normal vor mit EKG und Blutdruckmessung. Das bieten die beiden anderen Kollegen nicht. Die Venue 3 von Garmin und die Galaxy Watch bieten obendrein noch Schlafcoaching. Das heißt, die Uhren können sagen, wie lange man vielleicht schlafen sollte die nächste Nacht, wie gut war der Schlaf mit Score und so weiter, können da quasi auch helfen, besser zu schlafen und eine bessere Schlafgesundheit zu erreichen. Singen die einen auch noch in den Schlaf?
Die singen eigentlich in Schlaf, aber die Galaxy Watch, die kann dir sogar sagen, ob du geschnarcht hast oder nicht. Das will ich gar nicht wissen. Glaub mir, du vielleicht nicht, aber vielleicht dient es auch. Nein, nein, nein. Gehen wir nicht entlang. Alles klar. Die Venue 3 bietet sogar eine Nickerchenerkennung. Das heißt, die kann, wenn man jetzt den Tag über mal vielleicht ein Nickerchen macht, nach dem Mittagessen, das alles halt auch zu einer Schlafgesamtheit zusammenfassen. Die Auswertungen, was den Schlaf betrifft, sind aber bei allen drei Uhren wirklich hervorragend. Gerade auch, wenn wir nachher zur App kommen, da bietet Huawei auch eine richtig gute Auswertung. Bei der Sportfunktionalität sind alle drei Uhren wirklich auf einem ähnlichen Niveau. Alle drei bieten wahnsinnig viele Apps von Stand-Up-Paddling, Laufen, Wandern, Radfahren. Kann man mit allen drei Uhren wirklich hervorragend tracken. Die Venue 3 bietet dennoch von allen dreien die beste Sportfunktionalität und auch die beste Auswertung. Also hier kann man in der Garmin-App wirklich bis zum Schweißverlust nach einer Wanderung sehen. Alle Daten sehen, die der Körper so geleistet hat. Also das ist wirklich irre. Da können jetzt die anderen beiden nicht ganz so mithalten. Also Garmin ist hier, was Sportfunktionen angeht, wirklich nochmal eine kleine Stufe voraus. Aber auch Huawei hat da jetzt nicht so ganz das Nachsehen. Hier hat man zum Beispiel eine große Lauffunktionalität sogar mit Laufkursen auf der Uhr integriert. Also gerade Läufer kommen jetzt hier bei der GT4 auf ihre Kosten. Kommen wir zu der Messwertgenauigkeit und da spielt Garmin ganz vorne mit dabei. Die Venue 3 bietet von allen drei Uhren die besten Messwerte, was den Puls angeht, gefolgt von Samsung und Huawei. Alle drei Uhren bieten trotzdem aber eine sehr hohe Genauigkeit im Vergleich mit einem Pulsgurt. Auch beim GPS hat Garmin hier leicht die Nase vorn. Die Galaxy Watch und die Huawei Uhr, die sind ungefähr auf demselben Niveau, aber auch hier sind die Unterschiede wirklich sehr gering und alle drei Uhren sehr genau. Fazit: Mit den Messwerten können wirklich Anfänger und Fortgeschrittene sehr genau trainieren. Also da kommt es jetzt nicht so drauf an, ob man jetzt unbedingt zur Garmin greifen muss, aber wer jetzt wirklich keinen Pulsgurt hat und wirklich bis auf den letzten Schlag die Genauigkeit benötigt, der sollte am besten doch zur Garmin greifen. Größere Unterschiede gibt es auch bei der Akkulaufzeit und obwohl die Samsung Galaxy Watch vielleicht mit die beste Ausstattung hat, hat sie auch leider die schlechteste Akkulaufzeit. Rund 2 Tage kommt man hier mit im Alltag im normalen Modus aus. Sport trackt man so um die 11 Stunden am Stück. Ist ein langer Lauf, aber trotzdem, 11 Stunden sind hier möglich am Stück. Eine gemischte Nutzung, da muss die Uhr so zwischen 1 und 1,5 Tage dann auch wieder ran an den Strom. Im Vergleich bieten Huawei und Garmin mit bis zu 10 Tagen im Alltag wirklich eine deutlich bessere Akkulaufzeit. Mit Garmin kann man bis zu 20 Stunden Sporttracking machen und das ist noch etwas länger als die Huawei GT4. Hier sind aber 16 Stunden möglich. Also ja, im gemischten Betrieb kommt man mit beiden Uhren wahrscheinlich so circa eine Woche aus und das ist halt schon ein großer Unterschied zwischen den 1,5 Tagen der Galaxy Watch. Aber die ist halt auch einfach smarter als die beiden anderen. Kommen wir doch zum Fazit. Also, welche Uhr ist jetzt für welchen Nutzertyp etwas? Ganz klar, wer das Smartphone am Handgelenk benötigt und gleichzeitig die komplette Gesundheitsfunktionalität hat und vielleicht noch ein Samsung-Smartphone, für den ist die Galaxy Watch 6 der richtige Begleiter. Wer gerade viel Wert auf Sporttracking legt, also der eher der Sportler ist unter den Uhrennutzern und gleichzeitig aber nicht auf einige Smartheit und Musikstreaming und so weiter verzichten möchte, dem empfehlen wir die Garmin Venue 3. Wer die Smartwatch jetzt auch als Fashion-Statement tragen möchte und jetzt nicht so viel Wert auf smarte Funktionen legt, trotzdem aber gerne viel Sport macht, dem empfehlen wir die Huawei Watch GT4. Dann am besten auch mit einem Kautschuk-Armband bzw. mit einem Kautschuk-Ersatz-Armband, dass man dann zum Sport einfach wechselt. Ansonsten sieht die Uhr im Alltag halt auch mit am schicksten aus, finden wir. Schreibt uns gerne in die Kommentare, welche Smartwatch ihr nutzt, ob überhaupt eine Smartwatch nutzt, also welche ihr vielleicht auch kaufen würdet und ob euch dieses Video gefallen hat. Lasst uns gerne einen Like da und abonniert den Kanal für noch mehr Content und dann sehen wir uns im nächsten Video.